Hallo zusammen, es ist Samstagmorgen, 7:30. Wir sind gerade mit einem Flugzeug aus Vietnam gekommen und jetzt zwischengelandet am Flughafen in Frankfurt. In Vietnam, da ging es vor allen Dingen auch um das Thema Fachkräftemangel in Deutschland und was können womöglich Menschen aus Vietnam uns in dieser Hinsicht helfen. Neben mir sitzt Herr Grune, der ist wirklich Praktiker. Herr Grune hat eine ganze Reihe von Hotels auf Norderney. Und seit 3 Generationen arbeiten Sie dort zusammen mit Menschen aus Vietnam. Stimmt das? Das stimmt. Wir haben tatsächlich durch die Boat People in Norderney relativ viele Vietnamesen. Und wir sind ein glücklicher Arbeitgeber, die sich sehr erfreuen über die vietnamesischen Mitarbeiter. Also seit 3 Generationen, seit den 80er Jahren, sind Sie da gewissermaßen Praktiker und man kann sagen ein Pionier? Ja? Tatsächlich, Vater, Opa und mittlerweile Enkel oder Sohn arbeiten bei uns oder machen tatsächlich auch eine hervorragende Ausbildung. Und darauf sind wir sehr stolz und mittlerweile haben die jungen Menschen auch schon ihre eigenen Betriebe auf dem Festland oder auf der Insel. Wenn Sie Menschen aus Vietnam beschreiben sollten, welche Eigenschaften würden Ihnen dann einfallen? Ach, die Vietnamesen sind auch schon ziemlich preußisch, würde ich sagen. Sie sind zuverlässig, sie sind sauber, sie sind sehr diszipliniert und immer freundlich. Und vielleicht letzte Frage, wie sieht es denn aus mit der Integration? Also werden wir Menschen aus Vietnam über kurz oder lang Teil einer örtlichen Gemeinschaft oder bleiben sie immer unter sich? Ja, wir haben seit letztem Jahr tatsächlich 3 vietnamesische Auszubildende und in diesem Jahr haben wir wieder 3 vietnamesische Auszubildende. Aufgrund der Lage von Norderney und dem Umland, dass da sehr viele Vietnamesen schon bereits sind, werden sie auch von ihren Landsleuten integriert und wir vom Betrieb organisieren dann Englischunterricht, Deutschunterricht, sie haben freien Zugang zum Sportverein und das ist Integration, die wir wahrhaftig leben. Ich finde, das ist ein besonders schönes Beispiel und ich wünsche mir, dass ganz viele Unternehmen in Niedersachsen ähnliche Erfahrungen machen. Dankeschön, Herr Grune. Bitteschön.